In Vietnam ging es um eine Demonstration von Macht. Es ging um symbolische Politik und wenn Sie so wollen, ging es um eine Demonstration der Macht, um der Demonstration der Macht willen. Ist für alle Seiten ein Spielball, allerdings auch durchaus manchmal ein unabhängiger Spielball. Allen Seiten sind die Opfer der Vietnamesen egal. Das ist das Tragische, dieser Krieg, der auf den Köpfen dieser Menschen aufgetragen wird. Reguläre verlieren, wenn sie nicht gewinnen. Irreguläre gewinnen, wenn sie nicht verlieren. Es gibt Sieger, die nicht auf dem Schlachtfeld siegen müssen, sondern die den Krieg gewinnen, einfach dadurch, dass sie durchhalten. I do not find it easy to send our finest young men into battle to fight for freedom. Alle die, die überlebt haben, die das erlebt und überlebt haben, für die ist das ein Trauma. Dieser Krieg in Südostasien ist ungewöhnlich. Es gibt keine Frontlinien. Der schwer zu fassende Feind kann sich als Dorfbewohner oder Bauer tarnen. Um herauszufinden, was in feindlichem Gebiet vorgeht, braucht man Bodentruppen. Bei ihren Search-and-Destroy-Missionen durchkämmen amerikanische Patrouillen in oft mehrwöchigen Einsätzen feindliches Terrain. Sie begeben sich dabei in höchste Gefahr, haben aber nur mäßigen Erfolg. Der Gegner ist nicht sichtbar. Und man versucht einfach irgendwie an diesen Gegner ranzukommen. Aus Sicht des amerikanischen Militärs will man sozusagen die eigenen Verluste so gering wie möglich halten. Nur damit, indem man sich einfach den Weg freischießt. Die US-Armee verschärft im Kampf gegen die Aufständischen die militärische Härte. Sie versucht, ihnen die Rückzugsräume zu nehmen. Dann kommen Pionierpanzer und planieren große Dschungelflächen, um dem Vietcong in Zukunft das Versteck zu nehmen. Dabei gilt auch die grundlegende Devise eines jeden Partisanenkrieges: Je repressiver die Gegenseite auf Anschläge, Ermordungen und derlei mehr reagiert, desto mehr Unterstützung bekommt man selber durch die Bevölkerung, weil die andere Seite ja noch viel schlimmer ist. Auf alles, was irgendwie sich bewegt, wird geschossen, mit allen Mitteln. Das amerikanische Militär hat in fast unbegrenzter Anzahl Munition. Und da wird gefeuert, wie es geht. Und hinterher sieht das Gebiet halt aus wie eine Mondlandschaft. Wenn der Vietcong in der Fläche diffundierte, dann kam es darauf an, ihn aufzuspüren, ihn zu stellen, zu markieren, um ihn dann aus der Luft mit Kampfbombern ohne eigene massive Verluste von Bodentruppen zu vernichten. Das war das Konzept, das aber natürlich so nicht aufgegangen ist. In diesem unübersichtlichen Krieg setzt die US-Luftwaffe verstärkt Napalm gegen vietnamesische Dörfer ein. Dabei handelt es sich um ein langsam brennendes, verdicktes Benzingemisch, das kaum zu löschen ist. Insgesamt werden während des Krieges ungefähr 400.000 Tonnen Napalm über Vietnam abgeworfen. Kollateralschäden wurden immer massiver. Die Identifikation des Vietcong war nicht zuverlässig, wie hätte es auch sein können, in der Aufspürung von Partisanen, die gewissermaßen sich immer wieder mit der Bevölkerung vermischt haben, sodass also Napalm
nicht? Also diese spezifische Waffe der Amerikaner, gleichsam zum Symbol der amerikanischen Kriegsverbrechen in Vietnam geworden ist. Napalm, eine Waffe, die alles, auf das man schießt, verbrennt. Und das, was nicht brennt, stirbt daran, dass es keinen Sauerstoff mehr hat. Also eine ganz schlimme Waffe, die gegen militärische Ziele eingesetzt wird, die im Krieg zunehmend aber auch eingesetzt wird gegenüber Zielen, wo die Unterscheidung von zivil und militärisch nicht mehr so einfach zu treffen ist. Also zum Beispiel gegenüber Dörfern, wo Amerikaner vielleicht einen Trupp kommunistische Soldaten vermuten. Okay, dann wird die Luftwaffe gerufen, dann wird Napalm abgeworfen. Innerhalb von Sekunden fängt das Dorf Feuer, brennt. Aber unter Umständen sind halt eben auch noch Frauen, Kinder, alte Leute, Bauern auch noch da, die dann auch sterben. Also entweder, weil sie verbrennen oder weil sie eben an Sauerstoffmangel sterben. Also eine berüchtigte Waffe. Das amerikanische Militär setzt auf Masse. Moderne Kriegsführung schließt in den späten 1960er Jahren auch den Einsatz einer weiteren chemischen Waffe ein, Agent Orange, ein hochgiftiges, dioxinhaltiges Entlaubungsmittel. Insgesamt werden rund 50 Millionen Liter dieses Kampfstoffes über den Dschungeln Vietnams versprüht. Agent Orange, Entlaubungsmittel, die dann in großem Stil eingesetzt wurden, wo man also versucht hat, den Gegner sichtbar zu machen, indem man den Wald entlaubt mit Chemikalien. Das hat furchtbare langfristige Folgen, weil einfach diese Chemikalien doch sehr lange im Boden bleiben, dann ins Grundwasser sickern und in einigen Regionen das eben einfach langfristige Folgen hat, bis heute. Aber im Krieg natürlich eingesetzt wurde, zunächst einmal eben, um den Gegner sichtbar zu machen. Ein Krieg, der also mit allen Mitteln, muss man sagen, unterhalb der Schwelle natürlich der Nutzung der Atombombe eben geführt wurde. Dieser Krieg war in dieser Form, mit dieser Zähigkeit der Nordvietnamesen gegen diesen Besatzer, gegen diese weißen Eindringlinge, das waren die Amerikaner im Verständnis, das waren Feinde, war nicht zu gewinnen. Kurzum, die Herstellung massiver technologischer amerikanischer Überlegenheit ist gescheitert oder konterkariert worden durch ihre Unfähigkeit, zwischen Freund und Feind präzise zu unterscheiden. Deswegen ist gewissermaßen die amerikanische militärische Antwort politisch nach hinten losgegangen. Man darf sich nicht auf die Art der Kriegsführung der stärkeren Seite einlassen. Man darf nicht aus der Deckung gehen. Man muss dafür Sorge tragen, dass man Nachschubwege blockiert und dass man die moralischen Ressourcen des Gegners angreift. Wie demotiviert man eine an Ausrüstung und an der Ausbildung her, von der Ausbildung her überlegene Streitmacht? Man demoralisiert sie, indem man ihnen große Verluste zufügt, ohne dass es zu einer offenen Feldschlacht kommt, ohne dass man sich ihnen offensiv stellt zur direkten Auseinandersetzung, Kompanie gegen Kompanie oder meinetwegen Zug gegen Zug oder Mann gegen Mann. Und wie bringt man das zu Wege? Mit einem ganz einfachen und sehr billigen Mittel, nämlich indem man das ganze Land mit Sprengfallen, mit Minen übersät und im Grunde genommen das ganze Terrain zu einer Todeszone macht. Zu einer Todeszone, in der sich die feindlichen Soldaten überhaupt nicht bewegen können, ohne damit rechnen zu müssen, in jeder Sekunde auf einem
Sprengfalle auf eine Mine zu treten. Das genau war in Vietnam der Fall. Es gab Einheiten in der amerikanischen Armee und auch bei den Marines, die 50% ihrer Verluste nur durch den Einsatz von Sprengfallen hatten, die nie einen Gegner zu Gesicht bekommen hatten. In der Nähe von Saigon gab es ein sehr weit verzweigtes Tunnelsystem in Cu Chi, so ein Distrikt in der Nähe von Saigon. Die Vietcong, also die Befreiungsfront, ist gewissermaßen unter die Erde gegangen und hat ein weit verzweigtes Tunnelsystem errichtet mit einer regelrechten Infrastruktur, mit Küchen, mit Versammlungsräumen etc. Die Amerikaner waren zunächst mal in diesem Gebiet stationiert und wunderten sich, dass plötzlich nachts ab und zu amerikanische GIs erschossen wurden. Sie wussten zunächst mal gar nicht, wo der Feind war. Tatsächlich war der Feind halt unter der Erde. Die Amerikaner haben versucht, dieses Tunnelsystem zu zerstören. Also sie haben relativ schnell gemerkt, dass es dieses Tunnelsystem gab. Aber es ist ihnen faktisch nicht gelungen, dieses Tunnelsystem endgültig zu zerstören. Wenn man nur eine Ahnung davon hat, mit welcher Leidenschaft, Hingabe, Zähigkeit, Entschlossenheit der vietnamesische Soldat tagelang mit einer Handvoll Reis im Busch gehockt hat. Wenn man, was man heute machen kann, einen Teil der Tunnelanlage sich anschauen kann und sich klar macht, dass diese Vietnamesen in 5 Etagen gelebt haben, wie die Maulwürfe, in 5 Etagen mit Krankenhäusern in der Erde. Diese ungeheure Leidensfähigkeit dieser Soldaten, wenn man das dann vergleicht mit amerikanischen GIs, die, ich sag's mal etwas polemisch, von McDonald's in Chicago plötzlich im Urwald sind, dann weiß man, das konnte nicht gut gehen. Die Vietnamesen haben gegen die Chinesen gekämpft, gegen die Franzosen gekämpft, gegen die Japaner gekämpft. Sie hatten eine fast jahrhundertlange Erfahrung, gegen Besetzer zu kämpfen. Und als solche wurden die Amerikaner wahrgenommen. Und sie waren weiterhin bereit, für ihre Freiheit und Unabhängigkeit ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Und deshalb war dieser Krieg mit den klassischen Maßstäben überhaupt nicht zu gewinnen. Man kann sagen, dass die Dimension eines existenziellen Kämpfens immer auf der Seite der Nordvietnamesen und des Vietcong gewesen ist. Es war sozusagen ihr Land, ihre Werte, ihre Zukunft. Wohingegen für die südvietnamesischen Eliten und die Amerikaner das eine instrumentelle Betrachtung gewesen ist. Die Bereitschaft, weitere Eskalationsschritte zu machen, die die Bereitschaft des Sterbens einschließt, sprach immer für den Vietcong. Das US-Militär setzt verstärkt fliegende Festungen zur Bodenunterstützung ein. Diese Douglas AC-47 sind mit schweren Maschinengewehren vom Typ Gatling bestückt und nehmen mit 4000 Schuss pro Minute festgelegte Planquadrate, sogenannte Free-Fire-Zones, unter Feuer. Wegen der verschossenen Leuchtspurmunition erhalten diese Flugzeuge in Anspielung auf einen amerikanischen Folksong den Spitznamen Puff the Magic Dragon. Man versucht noch einmal verstärkt durch den Gebrauch der Luftwaffe den Vietcong, den man nicht sicher identifiziert hat, gleichsam durch das Verheeren von Segment zu Segment zu vertreiben und zu vernichten. Also eine Form der Barbarisierung des Krieges, die hier einsetzt. Im Laufe des Jahres 1967 steigert sich der Druck auf die US-Einheiten, möglichst hohe Bodycount-Zahlen zu liefern. Einzelne Truppenteile reagieren auf die ständige Anwesenheit des Todes mit ganz eigenen Ritualen. Sie hinterlegen bei jedem getöteten Vietnamesen eine Spielkarte. Sie denken, das Pik Ass wird von den Überlebenden als Todeszeichen, als Drohung und Warnung begriffen. Wenn man mit dem Tod und mit Todesangst umgeht, dann bilden sich Verhaltensweisen heraus,
in denen man das distanziert, spielerisch umsetzt und derlei mehr. Es ist eine Form des Managements von Angst und der Aufrechterhaltung von Kampfkraft unter Bedingungen, unter denen es keine präzise Separierung von Front und Etappe gibt, in dem also permanent etwas passieren kann, in dem man permanent attackiert werden kann, dann entwickelt sich so etwas wie eine makabre Disposition bei den Soldaten, um mit diesen Ängsten umzugehen und trotzdem, na, sagen wir mal, die Fassade von Männlichkeit zu bewahren. Das ist ja ein ganz großes Problem, zu vermeiden, bei den anderen den Eindruck zu erwecken, man sei ein Schisser im buchstäblichen Sinne, also zu sagen, habe sich nicht mehr unter Kontrolle. Und dass da allerhand makabre Praktiken dann sich ausbreiten, das würde ich sagen, gehört zu normalen Reaktionsmechanismen, wenn man in diesem Zusammenhang von Normalität sprechen darf. Zwischen Juni und November 1967 wird die Tiger Force, eine Eliteeinheit aus altgedienten Kämpfern der 101. Airborne Division, in der Küstenprovinz Quang Ngai, südlich von Da Nang, eingesetzt. Das Songwe-Tal wird zur Free Fire Zone erklärt und die Einheit, deren Erkennungszeichen Kampfanzüge mit Tigermuster, Schnauzbärte und breitkrempige Allwetterhüte sind, zieht mordend und vergewaltigend durch das Land. Niemand zählt die Toten. Heute schätzt man vorsichtig mehrere hundert Opfer. Faktisch war ab ca. 67, 68 ein großer Teil der südvietnamesischen Bevölkerung, vor allem auf dem Lande, kriegsmüde. Und den meisten ging es jetzt eigentlich nur noch darum, zu überleben. Und wer konnte, floh. Wer nicht konnte, versuchte irgendwie noch in den Dörfern zu überleben. Hatte aber sehr schlechte Karten, denn die Amerikaner waren eigentlich nur daran interessiert, gute Statistiken zu erzielen. Also das bedeutete gute Bodycount-Zahlen und eine hohe Tötungsquote. Das war damals für amerikanische Offiziere ein wichtiges Beförderungskriterium. Und wenn ein vietnamesischer Bauer auf dem Reisfeld arbeitete und ein Hubschrauber vorbeikam, und dieser Bauer aus Furcht floh, dann war für die Hubschrauberbesatzung klar, das ist ein Vietcong, weil er flieht. Und er wurde eben mit der MG niedergemäht. Diese alltägliche Gewalt zieht sich im Grunde genommen von dem Jahr 1965 bis zu dem Rückzug April, Mai 1975. Sie nimmt unterschiedlichste Formen an. Von der Schikane gegen Dorfbewohner bei der Besetzung eines Dorfes angefangen, wenn man also bewusst vergiftete Getränke in Umlauf bringt. Oder aber mit den Jeeps oder den Panzern vorsätzlich Hütten überrollt oder Passanten unter Feuer nimmt. Bis hin zu Helikoptern, die auf dem Rückflug von Einsatz A in ihren Stützpunkt B überflüssige Munition verfeuern, indem sie auf Feldern arbeitende Bauern unter Beschuss nehmen. All das sind im Grunde genommen alltägliche Vorkommnisse. Zu den alltäglichen Vorkommnissen gehört auch die Ermordung von Gefangenen. Folter ist an der Tagesordnung. Alle foltern. Alle foltern. Es wäre, denke ich, ungerecht sozusagen zu sagen, nur die Amerikaner tun es. Es ist deswegen sozusagen für die Amerikaner ein bisschen was anderes, weil sie mit einem hohen moralischen Anspruch antreten und weil sie nicht in der Lage sind, diesem moralischen Anspruch gerecht zu werden. Das tun andere vielleicht nicht in dem Maße und deswegen geraten die Amerikaner dann auch schnell in die Kritik zurecht, aber sie sind sicherlich nicht die Einzigen. Zivilisten sind die Hauptleidtragenden des Krieges. Das hat gravierende Folgen für die ganze südvietnamesische Gesellschaft. Diese Search-and-Destroy-Aktionen, die richteten sich ja nicht nur gegen die Vietcong, also gegen die Befreiungsfront, sondern gegen die gesamte südvietnamesische Bevölkerung, vor allen Dingen auf dem Lande. Und
die Bevölkerung reagierte dann verstärkt mit Flucht. Große Teile der südvietnamesischen Gesellschaft wurden entwurzelt. Sie flohen in Städte, also in einen sozialen Raum, den sie vorher überhaupt nicht kannten. Sie mussten irgendwie überleben. Das führte in vielen Fällen dazu, dass Frauen sich als Prostituierte verdingten, dass sich Kinder, die häufig dann auch Waisen schon geworden waren, als Bettler versuchten zu überleben. Eine große Anzahl von Teilen der ländlichen Bevölkerung, die halt provisorisch in Flüchtlingslagern lebte, also am Rande des Existenzminimums, gewissermaßen wie ein Lumpenproletariat. Die US-Armee zieht Nutzen aus der Not der Bevölkerung. Sie entlohnt Kinder für das Einsammeln von Blindgängern, Minen, Granaten und anderen Munitionsteilen. Jetzt passiert genau das, was Kennedy vorausgesagt hatte. Immer mehr Soldaten, mehr. Im Frühjahr 1968 sind sage und schreibe 550.000 amerikanische Soldaten in Vietnam stationiert. Das muss man sich mal vorstellen. 550.000, die die gesamte Struktur dieses Landes auf den Kopf stellen. Ende 1967 erklärt US-Oberbefehlshaber William Westmoreland, die Kommunisten seien nun bald besiegt und er sehe das Licht am Ende des Tunnels. Der Feind, so denkt er, kann der stetigen Truppenerhöhung von Seiten der USA auf Dauer nichts entgegensetzen. Die Hoffnung war immer, wenn wir noch ein bisschen weitergehen, noch 10.000, noch 20.000, noch 50.000 Truppen mehr haben, noch ein paar mehr Bombardierungen machen und noch mehr Tote auf der anderen Seite zählen, dann knickt die andere Seite ein. Und das erwies sich immer wieder als Trugschluss. Aber das hieß auch, dass Amerika so langsam und immer deutlicher in diesen Krieg hineinging, immer weiter eskalierte. Und manche haben das schon mal mit dem Sumpf beschrieben, Quagmire im Amerikanischen. Also man ging immer einen Schritt weiter und mit jedem Schritt, den man ging, ging man immer tiefer in den Sumpf hinein. Dieses Bild stimmt ein Stück weit. Andererseits ging man auch sehenden Auges in diesen Sumpf hinein. Also es war nicht nur der Sumpf, der einen dann zog und man hatte gar nicht gedacht, dass das passieren könnte. Aber doch, die Eskalationen waren klein und die Hoffnung einen Schritt weiter und dann ist das sogenannte Licht am Ende des Tunnels und das verkündete man dann auch der Bevölkerung ja immer wieder. Die Wende ist ganz klar natürlich dann die bekannte Tet-Offensive einfach, wo diese Verlautbarungen, wir gewinnen diesen Krieg, einfach konterkariert werden durch die größte Offensive, die es in diesem Krieg jemals gegeben hat. Das ist der Punkt, wo einfach die Mehrheit der Amerikaner sagt, so kann es nicht weitergehen.